Ohne dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. Als ich 6 war, sah ich einmal ein wunderbares Bild in einem Buch über den Dschungel, das wahre Geschichten hieß. In der Literatur gibt es den Mythos des ersten Satzes. William Faulkner hat diesen einst folgendermaßen formuliert: Schreibe den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will. Und zusätzlich gibt es die Vorstellung, dass im ersten Satz, wenn dieser gelungen, perfekt vielleicht sogar ist, eingekapselt die ganze Essenz des folgenden Romans zusammengefasst ist. Und dasselbe wollte ich mit Mangas machen. Ich wollte abseits des Paratextes, wenn man Titelcover und Vorwort außen vor lässt, mir jeweils das erste Panel des ersten Kapitels anschauen. Vielleicht auch die ganze Seite, aber den Einstieg in eine Geschichte, den Punkt, an dem aus einzelnen Strichen aus dem Nicht der Beginn einer Geschichte entsteht. Um Blaise Pascal zu zitieren: Anfang und Ende der Dinge werden dem Menschen immer ein Geheimnis bleiben. Er ist ebenso unfähig, das Nichts zu sehen, aus dem er stammt, wie die Unendlichkeit zu erkennen, die ihn verschlingen wird. Und in diesem Zwischenbereich, zwischen dem Beginn und dem Ende, entspannt sich eine Geschichte, und in dieser Geschichte, ob das nun wie in einem vorherigen Video von mir thematisiert unser Leben ist, oder aber hier nur ein fiktionales Werk, dieser Geschichte folgen wir, während wir lesen oder sie erleben. Und ich möchte mir, wie gesagt, den Anfang davon anschauen, um aus diesen ersten Strichen heraus eine zum Teil Jahrzehnte dauernde Welt anzuschauen. Und dafür ist im gezeichneten Medium natürlich das Bild wichtig. Um es mit Eugène Delacroix zu sagen: Die erste Tugend eines Bildes ist es, ein Fest für das Auge zu sein. Und nachdem ich jetzt die vorab herausgesuchten Zitate gelesen habe und am Ende meiner Notizen bin, möchte ich einzeln herausgesuchte Manga-Panels genau anschauen. Ausgang für diese Idee war der Manga Green Green Greens, dessen erste Seite mich eigentlich dazu bewogen hatte, ursprünglich den Manga nicht weiterzulesen, weil ich dachte, okay, wo ist die Verbindung, was will ich damit? Ich habe dann aber irgendwie 2 Tage später noch einmal auf diesen geblickt und kam über diese erste Seite hinweg und mit der 4. Seite dann wirklich in die Geschichte hinein und hatte mich gefragt, wieso das erste Kapitel derart aufgebaut ist. Und was wir hier auf dem ersten Bild sehen, ist ein Golfturnier und 3 Panels. Ich finde einerseits, dass diese Panels relativ textlastig sind im Verhältnis zum Bild, was gar nicht so problematisch ist, wie wir nachher noch sehen werden an anderen Beispielen, die ich hier schon herausgesucht habe. Aber okay, wir sehen ein Green, wir sehen auf dem ersten Bild und Bäume und bekommen erzählerisch vermittelt, dass die Handlung auf einem Golfplatz stattfindet während eines Turniers. Was mich hier nicht anspricht, ist einerseits der Aufbau. Wir sehen Standardbilder und dann ein entschlossenes Gesichtsausdruck. Im ersten Panel wird eigentlich nichts vermittelt, außer die Information, dass wir auf einem Golfplatz sind. Und dann wird uns dramatisch ein Spieler vorgeführt, zu dem wir keine Verbindung zu diesem Zeitpunkt haben. Und die werden wir im Verlauf des Mangas erhalten. Und auch mehr Bezug zum Golf. Aber ich finde, als Einstieg hat es mich damals nicht überzeugt. Und ich finde immer noch nicht, dass es ein guter Einstieg ist. Und davon ausgehend und abweichend wollte ich auf andere Manga blicken. Der erste davon ist Artiste. Und hier noch einmal kurz zur Info des Paratextes. Wenn man sich das erste Coverbild anschaut, sieht man einen witzig, gagartig erscheinenden Manga, der schon so quasi die Vorrezeption lenken würde. Wenn man sich allerdings dann das Cover des 6. Bandes anschaut, wird dieser Eindruck ganz anders und wirkt plötzlich eher wie etwas romantisch, düster, ernstes. Und dieser Kontrast zeigt, wie stark der Paratext die Wahrnehmung eines Werks lenken kann. Deswegen weg von den Covern, weg von allem, was wir irgendwie über die jeweiligen Werke gewusst haben oder zu wissen gemeint haben. Und hin zum ersten Bild, zum ersten Panel. Und hier sehen wir Here's Your Lobster, wie ein Kellner einen Hummer überreicht, der nicht im klassischen Stil angerichtet ist, sondern nach gehobener Gastronomie aussieht. Und dieses relativ simple Bild, was uns hier offeriert wird,
eines Essens, das einem Gast dargeboten wird, wird gleichzeitig aber auch durch die Handreichung und dem Publikum dargeboten. In der Aufbereitung dieses Hummers werden zusätzlich Themen des Mangas aufgegriffen, die später noch relevant sein werden, wie Dekoration auf dem Teller und wie etwas drapiert wird, um es den Gästen schmackhaft zu vermitteln. Und auch in diesem Aspekt ist schon etwas wie das Kunstschaffen zu erkennen, worum es in diesem Manga auch gehen wird. Nicht offensichtlich und dennoch ein guter Einstieg, finde ich, weil man hier nur über die Information, dass hier ein Hummer ist, nicht im ersten Panel genau weiß, worum es geht und trotzdem ohne viel Hindernis der Blick zum zweiten Panel schweifen kann. Wenn wir uns jetzt die Rosen von Versailles anschauen, zwei Panel auf der ersten Seite und ein Erzähltext, der so ausufernd ist und rahmend die Geschichte blockiert, dass diese zwei Panels zwar leicht auf visueller Ebene rezipierbar sind, aber der Text irgendwie sperrig erscheint, jedenfalls mir. Und deswegen interessiert es mich dann gar nicht mehr so ganz genau, wobei der Manga natürlich später viel Fahrt aufnimmt und zu Recht ein Klassiker ist. Aber warum das Jahr 1755 und diese drei Leute, die dort geboren werden in verschiedenen Nationen, sich nachher in Versailles treffen? Als geschriebener Text eine super gute Hinführung dafür, wie sich etwas kulminiert, aber ich finde als visuelles Medium hier etwas sperrig. Aber das ist generell bei manchen Mangas, habe ich gemerkt, während ich so durch erste Kapitel durchgeblickt habe, das Problem, dass das Bild-Text-Verhältnis nicht so gut ist, wie man das manchmal meinen könnte. Wo es zum Beispiel gelungener ist, fand ich bei Hunter x Hunter. Wir haben das erste Panel, gut, hier in der skizzenhaften Version von mir, wenn man jetzt auf den Link in der Videobeschreibung klickt, wenn ich es verlinkt habe, sieht man es dann nochmal schöner ausgearbeitet. Aber wir sehen Monster. Und im ersten Panel nur die Beschreibung dessen, was dort abgebildet ist. Monster, Tiere. Und damit haben wir auf der ersten Ebene einen Eindruck einer fremden Welt, die bizarr wirkt, uns aber gleichzeitig irgendwie anstiftet, mehr sehen zu wollen. Ähnlich funktioniert das, finde ich, beispielsweise bei One Piece mit der Gold Roger-Sequenz und der Hinrichtung, dass man Informationen vorgesetzt kriegt, wie die Welt funktioniert und automatisch vom ersten aufs zweite Panel möchte, weil es nur Teilinformationen dieser Welt sind, aber schon genug Informationen, dass wir neugierig sind. Das heißt, jetzt geht im zweiten Bild hier bei Hunter x Hunter um verborgene Schätze, um unerforschte Länder und zack, zack sind wir Bild für Bild tiefer im Manga und sind schon quasi auf der nächsten Seite. Ein ganz anderes erste Panel, weil es auch die komplette erste Seite einnimmt, liefert uns Punpun. Wir haben ein Häusermeer, das realistisch wirkt und klein im Panel erkennt man eine skizzenhaft gezeichnete Version Punpuns, seine Anfangsfigur, die dort einzig als Mensch in Erscheinung tritt. Ansonsten haben wir ein Stadtpanorama und dieser Kontrast zwischen diesem Stadtpanorama und der gezeichneten Figur, die dort alleine isoliert steht, zeigt auch gleichzeitig einerseits eine Verortung dessen, wo unsere Geschichte spielen wird mit ihrer Hauptfigur. Und zum anderen haben wir eine isolierte Außenwelt gegenüber der einzigen Person, der Hauptfigur Punpun, die hier aufeinandertreffen. Und hier, finde ich, wird schon im ersten Bild dieses Mangas visuell repräsentiert, wie die Welt und Punpun im Verhältnis stehen. Dass wir ihn sehen und eine Welt, die nicht die seine ist, durch die er nur geht. Der Himmel darüber wirkt auch hier gleichzeitig nur als eine Geschichte. Wir sind in einer Betrachtung, in einer Welt, die eine Detailbetrachtung ist und auf jeden Fall dazu anregt, weiter zu blättern. Auf der ersten Seite von Blue Period blickt uns die Hauptfigur entgegen und erklärt in einem kurzen Textfeld, dass sie nicht versteht, was gut an den Bildern oder was so gut an den Bildern von Picasso sein soll. Dies in gemalter, nicht gezeichneter Form, was hier schon eine Dualität aufmacht und ein größeres Kunstinteresse, was im zweiten Bild mit dem Pinsel noch einmal verdeutlicht wird, unterstreicht. Pinsel im zweiten Panel wird die Farbe des Hintergrunds des ersten Panels wieder aufgegriffen, was beide miteinander verbindet. Stärker jedoch finde ich, dass das erste Bild uns mit dem direkten Blick auf die Leserschaft und dem Hell-Dunkel-Kontrast einlädt, uns hineinzieht in dieses Werk. Und zudem ist interessant, man sieht das Äußere der Figur und ihre Gedanken und ähnlich wie bei Punpun ist hier dieses Innen-Außen gleichzeitig dargestellt und auch das Verständnis und das Ringen um Kunst hier, womit sich dieser Manga im Fortgang beschäftigen wird.
Und was ihn auch so großartig macht, dieses, wie verorte ich mich in der Welt, in der Kunstwelt und wie kann ich dort bestehen? Und gerade dieser Farbkontrast auch zwischen dem Gelb und Blau wirkt so durchdringend bei diesem Bild. Und auch die Aufteilung, wir haben zwei Panel, ziemlich große Panel auf der ersten Seite, führt dazu, auch mit der wenigen Textinformation, die wir haben, dass wir schnell durch dieses Bild durch sind und uns nicht an der ersten Seite aufhängen, sondern ehe wir uns versehen, schon umgeblättert haben. Wenn man sich jetzt das erste Panel auf der ersten Seite von Blooming Love anschaut und die Hauptfigur, von der wir nicht zu dem Zeitpunkt wissen, dass sie die Hauptfigur ist, niedergeschlagen, zu Boden blickt und im dazugehörigen Textfeld gleichzeitig sich darüber beklagt wird, wie anstrengend es sei, was für ein Hindernis. Und wir erst im zweiten Bild, nachdem wir auf diesem relativ schlicht gehaltenen Bild mit grau meliertem Hintergrund und simplen, aber klaren Strichführungen nicht viele Informationen haben, springen wir ins nächste, ins zweite Panel und sehen, dass dort ein Vogelhäuschen gebaut werden soll. Und so springen wir schon ins dritte Panel. Hier finde ich ein bisschen zu viel Textinformation in 2 und 3, was aber im vierten Panel dann wieder aufgenommen wird. Bemerkenswert zudem die Hell-Dunkel-Kontraste. Das erste Panel grenzt klar die weiße Kleidung gegen die schwarzen Haare ab, was in der Brille gespiegelt wird und dies vor einem grauen Hintergrund. Während wir im letzten Panel mit der zweiten Hauptfigur helle Haare im Kontrast zu den dunklen sehen und ein dunkles Oberteil im Kontrast zum hellen und damit hier schon eine Dualität aufgemacht wird, die nachher in Bezug auf Kunstschaffen und Handwerk offensichtlich wird. Und hier aber bereits auch im zweiten Panel mit Stift, Radiergummi, gezeichneter Box und tatsächlicher Arbeit im dritten und vierten Panel und über den Text des ersten wieder eingefangen wird. Und als letztes möchte ich die erste Seite von Paradise Kiss betrachten, die ich als Eingang deutlich schlechter finde als die Seite, in der man erstmals die Hauptfigur sieht und für deren Abbildung sich der Anime als Anfang entschieden hat. Allerdings finde ich hier interessant, man hat viele separate Textfelder auf der ganzen Seite verteilt, zu jedem Panel zugeordnet eines. Und es wirkt sehr ordentlich alles, genau wie die räumliche Anordnung, die wir dann im letzten Panel auf dieser Seite sehen. Und zugleich ist alles menschenverlassen. Dieser Eindruck jedoch spiegelt das, was im ersten Textfeld gesagt wird, wieder. Dass der Schauplatz, den wir betrachten werden, in einem Labyrinth aus Straßen, abseits der Blicke, abseits der Hauptstraße, sich verborgen liegt. Und dieser Bewegung folgen wir quasi mit dem ersten Panel und dessen Abbildung in eine leere, verlassene Hauptstraße, hinunter zu einem Keller und einer Tür, bevor wir diese in Panel 3 und 4 en Detail sehen und dann im fünften Panel das gesamte Innere. Alles ohne Figuren, das heißt, wir sehen hier nur den Schauplatz dessen, der hierauf befüllt werden wird. Es ist eine interessante Hinführung zum Manga, weil es den Schauplatz stärker hervorhebt und die Figuren komplett vernachlässigt, was wir so in den Mangas nicht unbedingt hatten. Selbst bei Rosen von Versailles sehen wir auf dem zweiten Panel schon auf der ersten Seite eine Hauptfigur. Wenn sie nicht direkt mit einem Setting anfangen, die Geschichten doch mit Figuren an oder mit beiden, also mit Setting und Figuren. Und ich glaube, im Grunde ist das auch gar nicht so schlecht, weil man gestalterisch eben beides auch zeigen kann und damit über entsprechende Abbildung von Figuren und Schauplätzen durch wenige Striche schon am Anfang einer Geschichte deren Schauplatz, aber auch deren Verortung in der Welt beschreiben kann. Und sei es der Lobster in Artist, der dazu führt, dass wir annehmen, dass wir in einem Restaurant sind, was dann im zweiten Panel nochmal unterstrichen wird visuell. Und wir über das dritte und vierte Panel schließlich in die Küche gelangen und zum eigentlichen Schauplatz. Um auf Green Green Greens zurückzukommen, die erste Seite dieses Mangas zeigt uns dasselbe. Im ersten Panel den Schauplatz, im zweiten die Konkretisierung des Golfspiels und im dritten eine Figur. Dessen ungeachtet ist es aber dennoch so, dass es für mich einerseits durch die Aufteilung und Gewichtung der Panels nicht als Einstieg funktioniert hat. Denn es bedarf mehr als nur der Abbildung von Schauplatz und Figur und deren Verortung hier bei einem Golfturnier, sondern es braucht gleichzeitig auch ein Problem, eine Fragestellung, ein Blick in die Welt, sei es der Schmerz über den Bau eines Vogelhauses. Punpun dagegen
hat mit diesem Nichtsagenden, Nichtsbeschreibenden, nur im Bild, den Blick im Bild verlierenden ersten Panel, das die ganze Seite einnimmt, einen Kontrast zwischen Figur und Räumlichkeit geschaffen, der indirekt eine Frage stellt. Und es ist dieses implizite Fragenstellen, was auch zum Beispiel in Paradise Kiss, wo sind die Figuren, ersichtlich wird. Oder im Versprechen von Hunter x Hunter nach Monstern, Schätzen und einer Welt, die unerforscht ist. Bei Blooming Love zum Beispiel sehen wir, wenn man auf mehr Kontext der Serie schaut, den Kontrast zwischen Handwerk und Kunst schaffen, aber auch den Kontrast zwischen den Figuren. Und damit haben wir gleichzeitig eine Spannung zwischen diesen beiden, nur durch die visuelle Darstellung und das, was sie tun, die fragt, wie ist die Chemie zwischen diesen? Und als Fazit kann man vielleicht sagen, dass Schauplatz, Figur und Fragestellung bei zumindest diesen wahllos herausgesuchten Beispieltiteln, die mir spontan eingefallen sind, alle prägend für die Orientierung und Hinführung in das Werk sind. Es mag mit Sicherheit andere Titel geben, bei denen das ganz anders ist. Ihr könnt gerne interessante erste Seiten und vor allem interessante erste Panel, die bei euch irgendwie resoniert haben oder die ihr nicht interessant fandet, warum auch immer, mit ein paar Worten in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas mögt.